Ich wollte eigentlich ja heute mit euch starten in den neuen Pro Evolution Soccer Teil und das Spiel ist da, wir sehen es auch, aber was aktuell das Problem ist, die Server von Pro Evolution Soccer oder von Konami sind so dermaßen lahmarschig, also du brauchst für 1% ungefähr eine bis anderthalb Stunden, habe ich so das Gefühl. Ich bin heute Morgen aufgewacht, hatte den Ruhemodus der PlayStation an und ja, der war dann irgendwann bei 55% hier innen drin. Das habe ich aber irgendwie nicht so ganz gepeilt, weil ich dachte, der lädt nicht weiter, weil es war die ganze Zeit 55%, 55%, 55% und ich dachte, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Irgendwie ist da ein Fehler, aber alles oder weit gefehlt. Ich wäre damit schon ein ganzes Stück weiter, weil jedes Prozent hier gerade echt sehr lange dauert. Und das ist super nervig. Ich will euch aber trotzdem zeigen, ja, den neuen Teil. Ich meine, die Demo wird der ein oder andere schon gespielt haben. Trotzdem kann man aktuell, um sich die Zeit zu vertreiben, so ist zumindest die Aussage von Konami, kann man hier ein Testspiel machen und das wollen wir auch tun und ich will euch das zumindest zeigen. Wäre, wie gesagt, heute schon sehr, sehr gerne in den Karrieremodus eingestiegen und hätte euch das Spiel schon gerne etwas näher präsentiert, aber leider ist das aktuell einfach nicht möglich. Was Konami da wieder gemacht hat, jetzt zumindest mit den Servern und gerade heute, wo das Spiel rauskommt, natürlich völlig überlastet, muss man sich ja auch nicht drüber wundern, dass jeder jetzt versucht, das Spiel herunterzuladen. Das war, glaube ich, absehbar. Vielleicht hat Konami selber nicht mit so einer großen Menge an Spielern gerechnet, die das Spiel haben wollen. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Ich zeige euch zumindest jetzt hier schon mal so ein bisschen die neue Motorik, ein bisschen das neue Spiel, das interessant gestaltet ist, definitiv, das viele Neuerungen mit sich bringt, das vor allen Dingen viel agiler und besser wirkt als zum Beispiel die FIFA-Demo. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt mir FIFA dieses Jahr auch nicht vorbestellt habe übrigens, sondern das sage ich, weil ich auch Referenzen habe von meinen Kollegen, die eigentlich totale FIFA-Nerds sind, sag ich mal, die sich jeden Teil holen und daran eigentlich gar nichts dran vorbeigeht. Und die sagen auch immer, PES ist dieses Jahr richtig gut geworden, macht richtig Spaß und wir sehen hier auch warum, weil hier einfach viel Tempo drin ist, viel Dynamik. So, jetzt auf den Außen, so, da sehen wir Neymar. Also ihr seht schon, es ist viel gemacht worden, gerade die Bewegungsabläufe gefallen mir unheimlich gut, darauf müsst ihr mal so ein bisschen achten. Zweikampfverhalten, Tore, Torschüsse, da ist einfach viel, viel Tempo drin. So, jetzt vielleicht mal ein Fehler des Gegners, aber hier noch nicht der Fall. Wenn wir gleich auch mal in eine Wiederholung gehen, dann sehen wir uns auch mal die Spieler an und die Detailtiefe, in denen man dieses Jahr die Spieler entwickelt hat. Das ist schon sehr, sehr stark. Man versucht Messi in Szene zu setzen. Stattdessen kriegt ihn jetzt Suarez. Und Juve natürlich mit dem Catenaccio-Fußball kein leichter Gegner, der hier vor allen Dingen die Räume eng macht. Das ist ja die Partie, die wir zuletzt im Champions League-Finale gesehen haben in Berlin. Oder der Schuss, aber der war noch so ein bisschen schwach. Ich habe noch nicht wieder raus, wie ich angeschnitten schieße. Ich meine, aber es müsste doch R2 sein. Ist aber gefühlt noch nicht so gut. Mit dem Spannen kommen die deutlich stärker. Jetzt wollen wir gleich mal gucken. Vielleicht liegt es am Controller. Das ist nämlich der hier, den ich wieder selber zusammengebastelt habe. Da musste, ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, dieses Problem, dass die Gummis da an den PlayStation-Knüppeln kaputt gehen und sich sehr schnell abnutzen. Kleiner Tipp von mir, holt euch so Kappen dafür. Ich kann euch auch gerne mal einen Link unter dem Video hier posten und euch mal zeigen, welche ich mir da geholt habe. Mein Controller sieht mittlerweile so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Oh, jetzt verliere ich hier gerade die Kontrolle. Also, ich mache da immer zwei Nüppel drüber. Bisher sehr gute Erfahrungen. Vor allen Dingen ist der Grip besser. Zusätzlichen Grip gibt das noch. Und kann bisher nur sehr positiv davon berichten. Es rutscht auch nicht ab, auch nicht beim FIFA oder PlayStation. Es passt perfekt auf den Controller. Und vor allen Dingen schont man seine Gummis. Wenn die Gummis allerdings schon kaputt sind, also schon angerissen sind etc., dann ist es auch nichts mehr. Ich hatte eins, das war natürlich schon sehr zerfleddert.
Da hat das Gummi dann auch nicht mehr wirklich draufgepasst. Da musste ich das Gummi abmachen. Ja, und Ende vom Lied war, ich habe mir jetzt so PlayStation-Knüppel geholt mit diesen Gummis. Man kann ja den Controller mittlerweile, oder konnte man schon im letzten Teil, selber aufschrauben und die Gummis oder die komplette Knüppel ersetzen. Die sind ja nur aufgesteckt. Und das habe ich mal gemacht. Und dann sofort wieder so eine Schutzkappe drauf. Und ich bin jetzt aktuell super zufrieden. Besser geht's gar nicht. Der Controller wie neu. Und vor allen Dingen hast du halt keine Abnutzung mehr. Zumindest nicht an diesen Gummis, die einem relativ häufig auf den Senkel gegangen sind. Und da ja auch die Kritik an PlayStation, dass sie damit schon so ein bisschen Reibach sich verdienen wollen. So, jetzt habe ich natürlich gerade PlayStation gesagt, deswegen kommen die Befehle hoch. Oh, der Ball. Raus, so. Und Alba macht jetzt mal ein bisschen Tempo da. Suarez, der könnte mal Alba mitnehmen. Da ist jetzt Platz. Die Flanke kommt, Rakitic in der Mitte, aber leider ein bisschen zu kurz, beziehungsweise der Torwart hat aufgepasst und Gigi Buffon, der hier Juve vor dem Rückstand bewahrt, wie auch übrigens jetzt im ersten Champions League-Spiel wieder eine herausragende Leistung gezeigt hat gegen Manchester City. Das wäre schon am Dienstag gewesen, das Spiel. Heute ja Donnerstag, gestern hat Bayern gespielt und Leverkusen beide gewonnen. Gute Spiele, vor allen Dingen sehenswertes Tor von Müller, wer es nicht gesehen hat. Sollte sich mal das Tor zumindest anschauen. Auch wenn man kein Bayern-Fan ist, war das doch ganz kurios. So ein ähnliches oder vielleicht noch ein viel kurioseres hat dann auch da Florenzi geschossen. Gegen, ja, das Team, das ich hier steuere, gegen Barcelona. Aus gut, ja, 40, 45, 48 Metern haut er das Ding in. Über Ter Stegen ins Tor hinein. Und der Ball ist noch drin. Ich hoffe natürlich, dass wir hier noch ein Tor sehen. Ich habe eigentlich in jedem Spiel bisher eins gemacht, aber vielleicht verquatsche ich auch gerade so ein bisschen hier. Viele Fehlpässe dabei, trotzdem ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber das ist noch nicht wirklich ausschlaggebend dafür, dass wir hier ein Tor erzielen können. Also wie gesagt, es hat sich schon einiges verändert. Vielleicht gehen wir auch mal, es fällt mir gerade so ein, wenn wir mal Strategie uns anschauen. Jetzt könnte man sich hier die Anleitung anschauen, ich bin aber schon relativ fit da drin. Also, wir sehen schon hier die Aufstellungen, es ist wieder ein bisschen anders. Es ist natürlich nicht so dieses High-Flyer-Touch-Ebene, so wie FIFA, wo du dann hier so noch Schnörkel und Hasse nicht gesehen hast. Aber dafür ist es einfach viel besser in der Einstellungsmöglichkeit. Du hast die Möglichkeit, hier Ausrichtungen auszuwählen. Du hast die Möglichkeit, Pressing etc. alles Mögliche einzustellen. Es ist wirklich angenehm, es macht Spaß. Die Spielmechanik ist deutlich besser geworden. PS ist, und das hat nicht nur, sage nicht nur ich, sondern das hat auch die PC Games getitelt. Zum Beispiel, dass PS wieder den Angriff auf den Fußballthron wagt und mit diesem Teil zumindest nah rankommt, FIFA wieder ordentliche Konkurrenz zu machen. Von daher, lest euch selber mal ein bisschen Feedback durch. Schaut euch von mir aus mal die Demo an, wenn ihr das Spiel nicht kaufen wollt. Aber guckt euch die Demo an. Schaut euch die Demo von FIFA an und sagt mir mal, was anders oder was besser ist. Es gibt immer ein paar Leute, die sagen, mir sind die Namen wichtig. Aber selbst die haben dieses Jahr kein FIFA vorgestellt. Also ich muss wirklich sagen, es haben noch nie so wenig Kollegen in meinem Freundeskreis sich FIFA vorbestellt. Und das ist, ja, heftig. Ich habe es auch nicht gemacht, weil ich so enttäuscht war und bisher wirklich nichts gesehen habe, was einen Vorkauf, sag ich mal, rechtfertigen würde. Da kann man besser warten, bis es auf einmal so wieder ein bisschen runtergesetzt ist und sich für 30 Euro das Ding mal holen. Aber so aktuell, muss ich sagen, bin ich nicht bereit für einen Kader-Update und Frauenfußballmannschaften, so toll das Ganze sein soll, irgendwie 59 Euro hinzulegen oder mehr, sogar 69 Euro. Beziehungsweise 69, 99, da sind wir schon bei 70 Euro. Ist also eine absolute Frechheit eigentlich. Hier das Spiel kostet 59, 99. Ich hatte auch mal gepostet, dass es in der Aktion mal für 50 zu haben war auf Amazon. Die ist leider abgelaufen, die Aktion. Aber es ist trotzdem 10 Euro günstiger. Es ist
wieder ein Top-Spiel geworden, das Spaß macht, das vielleicht hier in Ansätzen man das schon erkennen kann, auf Improvement gerade im Spiel nach vorne gemacht hat. Die Bälle oder Pässe in den Lauf haben mich im letzten Teil noch gestört. Das ist hier gar nicht mehr so, das ist viel, viel besser geworden. Da hat man einiges dran gemacht. Oh. Piqué macht ihn fast selber rein. Also einiges dran getan. Wir sehen außerdem hier immer diese 20. Wundert euch nicht, es ist die 20. Der 20. Teil von diesen Konami-Machern, die mit diesem Teil also ihr 20-jähriges Bestehen dann tatsächlich feiern können. Und da kann man mal auf Foul entscheiden, wenn ihr mich fragt. Aber der Ball kommt, das war eine Willensleistung. Der Ball in die Mitte, aber leider nicht gefährlich. Also wie gesagt, ich würde euch sehr gerne mehr zeigen. Ihr habt gerade gesehen, ich bin bei 35% und es gibt nicht mehr. Ich habe eine 150.000er Leitung. Also es ist wirklich nicht an mir gelegen, dass hier nicht weitergeladen wird. Das Problem ist die Vielzahl der Leute, die versuchen herunterzuladen. Und ja, so richtig fertig wird es nicht. Das ist sehr, sehr schade, denn ich will natürlich viel lieber mit euch die Karriere starten. So kann ich euch leider nur dieses Freundschaftsspiel zeigen. Was aber mit Sicherheit schon mal so ein bisschen zeigt, in welche Richtung es geht. Die Demo kommt da sehr nah dran. Es sind aber trotzdem noch ein paar Dinge verändert worden. Auch die sind mir schon aufgefallen. Zum Beispiel gelbe Karten mit Verzögerung. Die gab es bisher übrigens nicht. Das hatte FIFA immer. Das gibt's jetzt also bei PS auch. Und wir schauen nochmal jetzt hier so eine kleine Zwischensequenz. Da sehen wir mal, wie detailliert das ist. Und Messi mit dem Ball ans Außen. Der Gigi Buffon leider nicht geschlagen. Es ist schon sehr, sehr schick gemacht. PS hatte so oder so schon immer die besseren Sofortwiederholungsoptionen als FIFA. Das muss man einfach mal sagen. Es ist so. Guckt euch da die Grafik an. Unterscheidet das mal. Setzt mal die FIFA-Brille ab. Übrigens schöner Roulette hier gerade. Über die R2-Taste. Und dann sagt ihr mir mal wirklich, was besser ist. Ich bin ein Riesenfan von Pro Evolution Soccer schon immer gewesen. Deswegen bin ich vielleicht auch etwas vorbelastet. Aber trotz alledem, wie gesagt, es ist ja unabhängig davon, was dann eine PC-Game schreibt oder was dann auch die Leute sagen, spielt es selber an, guckt es euch an, aber ich kann euch nur sagen, Pro Evolution Soccer, ja, lohnt sich wieder. Und das ist eine schöne Nachricht, das macht mir persönlich Spaß. Der Ball ist jetzt gut und der Schuss aufs Tor bei Gigi. Dran, Iniesta mit dem Schuss aufs Tor. Wir schauen mal gerade. Es ist natürlich, das sieht aus wie ein Film, muss ich sagen, also sehr, sehr schön gemacht, aber das war schon immer so. Platz hat er da, dann kommt der Schuss und Gigi Buffon aus dem Nichts geflogen, der Ball am Tor vorbei. Iniesta, der sich ein bisschen ärgert darüber, dass er die ausgelassen hat. Vielleicht können wir jetzt hier mal nach einer Ecke erfolgreich sein. Der Ball nach innen geschlagen und da ist er ganz frei. Und dann ist das Tor da und wir feiern mit Iniesta und vor den eigenen Fans. Das 1:0 nach einer Ecke. Iniesta mit dem Kopf, der Riese, der Hühne macht hier das 1:0 und wir schauen nochmal drauf. Also ihr seht es hier, ist alles sehr schick gemacht, sieht sehr realistisch aus. Da wird er in der Mitte verpasst oder vergessen. Klar, ich sag mal, was kritisiert werden kann, wieder mal ist, dass die Fans so ein bisschen klonmäßig sind, also nicht wirklich viel Schmalz reingesteckt. Die sehen alle sehr gleich aus, aber das ist auch nicht das Wichtigste in so einem Fußballspiel. Klar hat das auch ein bisschen atmosphärisch was zu tun, aber ja, und da sehen wir es also auch nochmal. Iniesta, der hier den Ball an den Kopf bekommt und der Ball auf den Boden titscht. Buffon mit der etwas zu späten Reaktion. Er geht noch runter, aber keine Chance mehr, der Ball ins Tor. 1:0 und weiter geht's.
Vor allen Dingen auffällig auch dieses Jahr mal, dass das PS4 FIFA kommt. Das war auch bei weitem nicht immer der Fall. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie sich sehr viel Zeit gelassen, weil sie gesagt haben, wir geben erst den Teil raus, wenn er fertig. Da wurde der Grundstein gelegt für eine bisher wieder deutlich bessere Next-Gen-Generation an PS-Spielen. Von daher reiht sich dieser Teil hier wieder sehr hervorragend ein. Ich kann natürlich jetzt wenig über Menüführung und etc. sagen im neuen Teil. Da wird sich aber nicht viel verändert haben, gefühlt. Frage ist halt nur, was macht mehr Spaß? Wo ist mehr hinter? Gerade an diese Steuerung auch. Schöne Aktion da. Ja, da wollte ich schießen, kommt aber nicht durch. Aber der zweite ist drin und Neymar macht sein Tor. Neymar Junior mit dem Kuss auf den nicht vorhandenen Ring macht das 2:0. Hier sehen wir nochmal den Ball, der schön durchgesteckt wird. Da Neymar, jetzt gucken wir mal gleich mal in der Wiederholung drauf. Erstmal der Ball. Hier schon mit dem R2-Stick dieser Trick. Also der Übersteiger dann auf den anderen Fuß gelegt. Dann kommt der Pass, der übrigens nur so gespielt werden kann, weil sonst ist der Verteidiger dran, wie ihr seht. Der Fuß ist davor. Der Pass kommt deswegen etwas höher gespielt. Neymar mit dem Zug zum Tor, da wieder mit dem R2-Stick rübergezogen. Lässt man den einen Gegenspieler aussteigen. Da ist er schon ins Rauchen gekommen, weil er eigentlich ein Foul, ich meine, wer war es? Pirlo. Man muss sich übrigens auch nicht wundern, da ist auch noch Vidal, auch noch bei Juventus Turin. Ich glaube, dass das entweder mit dem Update bereinigt wird oder dann entsprechend in Eigenregie kann man das im Editor natürlich auch wieder ändern. Das ist ja bei PS auch immer möglich. So, der Ball ist wieder durch. Der Ball aufs Tor. Da ist der nächste Schuss aber wieder. Gigi Buffon, der hier verhindert, dass das Team von Juventus aus Turin deutlich weiter hinten liegt. Der hier schon für die ein oder andere Glanzparade zuständig war und sich verantwortlich gezeigt hat. So, Jordi Alba. Wieder versuchen wir es über die R2-Taste hier natürlich auch so ein bisschen am Gegenspieler vorbei zu sein. Diesmal hat er das aber gut auf dem Schirm gehabt. Tricks sind hier auch möglich, aber manchmal dann doch nicht so leicht daran vorbeizukommen an den Gegenspielern. Wir sehen also 2:0. Wir gucken uns nochmal die Abschlussanimation an. Ich finde es schade, dass es, wie gesagt, an den Servern aktuell liegt, dass nicht mehr runtergeladen werden kann oder nicht schneller. Dass es halt ewig lang dauert. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich denke mal, morgen früh dürfte ich was spielen können. Aber bis dahin denke ich fast, wird es nichts. Weil wenn jetzt nicht gleich irgendwie einer mal den Turbo anwirft und noch 3-4 neue Server draufpackt, dann wird es doch irgendwie schwierig, die Last, die aktuell da drauf liegt, zu vermindern, weil ja auch keiner richtig fertig wird. Wenn du bei 35% eine Stunde hängst, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das Ganze weitergeht. Wir gucken uns mal die Spielerbewertung an. Sehen, dass Iniesta bei einer 7,0 war. So, wir erinnern uns, wir hatten 35%. Vielleicht gehen wir mal zusammen ins Hauptmenü zurück. Dann beende ich diesen Teil. Werdet ihr natürlich jetzt gleich hochladen. Das heißt, ihr kriegt den jetzt schon, damit ihr auch wisst, wo das Problem aktuell liegt. Und jetzt sind wir tatsächlich bei 36%. Also, es ist aktuell ganz, ganz elendig lang, wie das Ganze sich hier zieht, wie ein Kaugummi leider. Dementsprechend würde ich euch gerne mehr zeigen. Es geht aber aktuell einfach nicht. Die Server sind sowas von überlastet und dementsprechend bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu enden, euch das Freundschaftsspiel gezeigt zu haben. Ich hoffe, ihr habt da schon mal ein paar Eindrücke mitnehmen können und dann natürlich wollen wir so schnell wie möglich, und das ist ganz wichtig, starten wir hier mit Pro Evolution Soccer 2016 einen neuen Karrieremodus und diesmal wollen wir natürlich die ein oder andere Saison zu Ende spielen und ja, starten dann wieder gemeinsam durch. Ich hoffe, dass ihr ja, auch so ein bisschen den Hype auf PS 2016 mitbekommt, dass ihr auch euch vielleicht diesen Teil dieses Jahr kauft, weil es sich absolut lohnt. Und wie gesagt, auch etablierte FIFA-Spieler, die sich jetzt das Video hier vielleicht anschauen mögen, es ist dieses Jahr doch mit FIFA jedes Jahr wieder mal das gleiche. Kader-Updates. Jetzt gibt, was gibt's Neues? Ein bisschen was am Morsch, an der Bewegung verändern, ein bisschen Frauenmannschaften hinzugefügt, neue Lizenzen bei den Frauenmannschaften. Das war's, ja.
weiß ich nicht. Reicht mir nicht, um 69,99 auszugeben. Pro Evolution Soccer im 20. Jahr mit der 20-jährigen Edition hat eines der besten Simulationen oder eine der besten Simulationen der letzten Jahre auf den Markt gebracht. Guckt euch unabhängige Bewertungen an. PC Games, sage ich, weiß ich jetzt aus dem FF, 90%. Und wie gesagt, diese Aussage, der Angriff auf den Fußballthron hat oder ist durch Konami wieder im Gange und eine gute Konkurrenz zu FIFA ist immer wichtig, sodass die sich auch weiterentwickeln. Ich will denen ja gar nicht das Existenzrecht absprechen, aber die müssen mal ein bisschen aus der Gänge kommen. Please, lohnt sich, kauft es euch, wir machen weiter, wenn ich weitermachen kann. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten Stunden ja vielleicht etwas normalisieren. Wie gesagt, jetzt braucht man hier für 1% eine Stunde. Bis zum nächsten Teil. Ich hoffe, dann sehen wir uns beim Karrieremodus mit Pro Evolution Soccer 2016. Bis dahin, euer Kentrigo HD.